Servus, ihr Racker da draußen. Entweder haben bei euch die Medienspiele schon angefangen oder es passiert halt in den nächsten Wochen. Das brachte mich auf die Idee, wir sammeln heute einfach mal die absoluten No-Gos eines Medienspieltags. Ach so, und sollte sich da jetzt irgendwer drin wiederfinden, sogar auf persönliche Art und Weise, sorry. Ein persönliches No-Go von mir ist, wenn man halt als Gastmannschaft auf eine Anlage kommt und es gibt überhaupt keine Verpflegung, kann ich persönlich nicht leiden, würde ich auch niemals so machen, wenn ich Gastgebermannschaft wäre. Dazu kommt allerdings noch, dass diese ganze Tradition, so kenne ich das zumindest, dass der Gewinner dem Verlierer nach dem Match ein Getränk ausgibt, die geht auch immer weiter flöten. Gegipfelt hat das bei mir darin, dass ich meinen Gegner damals fragte, willst du was trinken? Der guckte mich an und sagte, macht man das so? Anderer Klassiker, kennt jeder von euch, Bälle ausgeben. Auf Sand oder in der Halle ist völlig egal. Ich persönlich spiele da jetzt nicht, weil ich ums Überleben kämpfe. Ich bin da aus Spaß und wenn mir dann jemand so einen Spaß nimmt, nee, nix für mich. Ich glaube, ich habe noch nie gegen jemanden gesunden gewonnen. Ich glaube, so oder so ähnlich kennt das auch so gut wie jeder von euch. Das taucht auch auf fast jedem Medienspiel darin irgendeiner Form auf. Bei, ich sag mal, wenn die Spieler etwas älter werden, wird es auch ein bisschen mehr. Die Leute, die dann nach dem Spiel noch sagen, oh, eigentlich war ich ja verletzt, sowas liebe ich ja auch. Kleine Anekdote dazu. Es waren die, ich glaube, Westfalenmeisterschaften bei den Herren 40, also eigentlich gesetztere Leute, sollte man meinen. Nach dem dritten Punkt wurde aber schon so der Ruf nach dem Oberschiri laut und, also ein sehr entspannter Tag. Dann ging das Match über 3 volle Sätze und jetzt ganz kurz nur zum Verinnerlichen. Es steht im dritten Satz, ich war mit einem Kollegen da. Für den Kollegen steht es im dritten Satz 5-1, er hat Aufschlag 30-15. Und dann kommt der Gegner von drüben und gibt bei dem Spielstand auf, wegen Nacken. Okay, nächster Punkt. Die Regel ist leider nun mal da, das heißt, wenn ich zum Beispiel aufschlage und das kommt dann im Doppel am Meer zum Tragen und ich erwische den Ball nicht sauber, sondern treffe den Netzspieler da vorne, dann ist das mein Punkt. Die Regel gibt es leider, ich war auch schon dabei, als es passiert ist. Mein Mitspieler wurde von gegenüber dann, ich sag mal, da getroffen, wo es für die Familienplanung nicht ganz so geil ist. Aber es kam natürlich keine Entschuldigung, sondern es wurde sich über einen Punkt gefreut. Geht gar nicht. Wo wir schon beim Freuen sind. Ich habe nichts dagegen, wenn sich mein Gegner tierisch drüber freut, wenn er einen guten Punkt gespielt hat. Was ich nicht so mag, ist, wenn sich jemand drüber freut, wenn ich zum Beispiel aus einem Verletzungsgrund nicht mehr zu einem Stopp laufen kann oder so. Oder ich spiele einen Ball, der ist eigentlich überhaupt nicht von ihm dominant. Ich mache aber einen ganz blöden, leichten Fehler und dann steht da jemand drüben und sagt, yeah, und was auch immer. Was ich dann liebe, ist erstens so das typisch deutsche Vamos. Oder sogar, habe ich auch schon gehört, Vamos, come on. Das hat mich ein wenig aus der Bahn geworfen, habe immer gesagt, komm, lass dem Jungen den Spaß, ich weiß es besser. Dann noch ein sehr netter Trick für die Seitenwahl. Ich kann anbieten W oder M. In diesem Fall wurde jetzt zum Beispiel gesagt W. Dann hat er den Schläger genommen, so hingestellt und einfach so fallen lassen, kam natürlich auf W raus. Er hätte die Wahl gewonnen und ich dachte mir, wird ein schöner Tag heute. Ich könnte da zwar jetzt noch sehr lange vom Leder ziehen, aber jetzt seid ihr erstmal dran. Schreibt mal bitte eure Medienspiel-No-Gos oder generellen Platz-No-Gos in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt drauf, was wir da so zusammenkriegen. Ich wünsche euch aber trotzdem schon mal eine schöne Saison und wir sehen uns die Tage schon wieder. Bis dahin, tschüss.